Zypern entscheidet am kommenden Sonntag per Stichwahl darüber, wer neuer Präsident des pleitebedrohten Landes wird. In der ersten Runde hatte der konservative Nikos Anastasiades zwar die meisten Stimmen geholt, die notwendige absolute Mehrheit aber verfehlt. Auf den zweiten Platz kam der Linkspolitiker Stavros Malas, weshalb viele Beobachter nun ein klassisches Rechts-Links-Duell erwarten. Gegenüber Euronews sagte der Analyst Larkos Larku: Die Kreditrückstellungen für das Rettungspaket wurden praktisch von der scheidenden Regierung vereinbart. Der neue Präsident hat also sehr wenig Spielraum. Es ist dennoch wichtig zu verhandeln. Griechenland hat gezeigt, dass das funktioniert, auch wenn die Ergebnisse nicht spektakulär sein mögen. Er kann trotzdem ein etwas besseres Ergebnis erzielen. Das EU-Land Zypern braucht nach offiziellen Angaben 17,5 Milliarden Euro zur Bankrottvermeidung. Manch einer sieht neben den internationalen Hilfstöpfen noch andere Geldquellen. Zypern ist enorm reich an Gas- und Ölvorkommen. Mit der richtigen Politik kann es sich also wirtschaftlich ohne Probleme erholen. Der Euronews-Korrespondent in Zypern sagt, in den verbleibenden Tagen bis zur Stichwahl versuchen die Kandidaten, noch so viele Wähler wie möglich davon zu überzeugen, dass sie in der Lage sind, effektiv mit der Troika über das Rettungspaket zu verhandeln und die schlechte Wirtschaftslage des Landes zu verbessern. Από τη Λευκοσία για το Euronews, Σταμάτης Γιαννίσης.